Zuerst mal räuspern. Herzlich willkommen zu dem neuen Schach-Challenge-Video. Heute, ich gehe mal davon aus, dass die Rechner keine Rolle spielen, auf welchen Rechnern die Emulatoren laufen. Das einzige Dumme ist hier, ich habe ja auch nicht so die Erfahrung mit diesen Teilen. Der eine hat nämlich nur Level wie 60 Züge in 5 Minuten, 60 Züge in 10 Minuten und so weiter. Und der andere hat aber nur normale Level, wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Ich guck mal, ob das trotzdem funktioniert. So, New Game. Die Kontrahenten beide auf 2D-Brett. Ich mir die Bretter hier so ansehe. So ein gigantischer Unterschied. Ja, farblich natürlich. Das, Brett der Mega Drive sieht mir farblich ärmer aus. Das sieht ja beinahe schon aus wie ein ZX Spectrum. So die Felder in braun, gelb gehalten, weiße gelb, schwarze braun, so ein bisschen Punkte da, was auch immer das darstellen soll. Die weißen Figuren, so elfenbeinmäßig farbend. Die schwarzen sind rot. Grafisch würde ich sagen, sieht der Chessmaster ein bisschen besser aus. Aber wir wollen ja wissen, was die Sache ist. Was ist die Phase? Und dafür muss ich aber einen erstmal dazu bringen, zu beginnen. Das will ich jetzt mal machen. Begin New Game. Autoplay. Deep Thinking. Opening Book. Teaching Board. White Pieces on Button. Vielleicht, wenn ich das mache, dass er dann automatisch schwarz hat. On top. Guck mal, was das gibt. Verdammt. Die bringe ich ihn jetzt dazu zu ziehen. Dann kann ich die auch unten lassen. Aber wer macht denn White Pieces up oder left oder right? Statong. Ach, man kann auch das Schachset hier. Fantasy statt. Das war halt Statong natürlich. Fantasy is not allowed. Komme ich ja gar nicht klar mit. Change sides. Ah. C2, C4. Mal kurz gucken, ob ich bei dem hier das Brett drehen kann. Ich weiß auch gar nicht, wo die Optionen sind. Das ist ja nicht so gut, mein Kind. Der will die Puppe nicht loslassen, der Idiot. Rafft er nicht, dass ich dich hier... Was schnallt er nicht, dass ich den... Schon die... ersten Ungereimtheiten. Was für erstaunliche... Was ist denn los hier? So, ich bin jetzt wieder im Menü. Durch Button Smashing for the Win bin ich im Menü gelandet. Flipboard. Black Down. New. So. C4, der einzige Nachteil ist natürlich hier. Jetzt habe ich die aber blöd gezwitscht hier, die Bretter. Springer F6 ist... Oh Mann, jetzt will ich das mit der Maus ziehen. Willkommen im Gummibärchenland. Da zieht man auch auf dem Emulator mit der Maus. Springer F6. Und jetzt macht man das halt so wie... Überlegt er jetzt ernsthaft? C4, Springer F6 und... Der rechnet? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist ein fantastisches Opening-Repertoire. Ich habe im ersten Moment schon gedacht, hier, ich würde beide Seiten fahren, aber der C4 habe ich ja nicht ausgeführt. Oh, was, ich bin so doof, ich bin so doof. Das kann doch wohl nicht sein. Ich hau Ihnen gleich den Lappen um die Ohren. Meine Güte, das ist so spannend und actiongeladen hier. E6. Das heißt, ich versuche das so zu machen, dass ich hier... Jetzt zum Beispiel macht gerade hier das SNES-Modul seinen Zug, Springer G1 F3. Den mache ich hier. Und danach erst führe ich Springer G1 F3 auf dem Mega Drive-Modul aus.
Ah, Läufer B4 Schach, und den gibt es sogar. Läufer B4 Schach, bitte führen Sie die Züge erst auf diesem Gerät aus, Herr Libowski. Check. So, und dann gehe ich zum... Was ich so erstaunlich finde, ist, dass ich ja nur hier oben, links, rechts, unten, diese Cursor-Tasten unter links neben dem Nummernblock habe. Und trotzdem kann ich damit problemlos, obwohl ich auch nicht diagonal eingegeben habe in den Emulator. Man kann ja die eingeben, was Phase ist. Ich habe ja keine Diagonaltasten da. Trotzdem kann ich, wenn ich oben und rechts drücke, diagonal machen. Das ist so erstaunlich. Das kann man glücklich begreifen. Läufer B4 Schach, ja, ergo muss ja weiß am Zug sein jetzt. Oh, also ich bin so super schlau. Läufer D2, ich glaube, das überfordert mich hier. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. Läufer nach D2. Ja, ob das jetzt der Brüller ist, dazwischen zu ziehen, ich weiß es nicht. Man hätte ja auch Springer C3 machen können und Springer C6 ist auch so ein super Zug. So, und dann führe ich den erst recht. Also der Supernes-Emulator steht von mir rechts. Ich habe gesehen, Springer C6, jetzt führe ich erstmal Springer C6 aus und jetzt erst wende ich mich dem SNES-Emulator zu und führe dort den Zug aus. Ich will damit vermeiden, dass ich zu durcheinander komme. Was will gehen? Läufer B4 schlägt. Springer C3, ich weiß nicht. Ah, Läufer B4 schlägt. Wir schlagen die Puppen weg, zwecks Erweiterung der Rechenkapazität. So, das muss ich jetzt natürlich dem gebannt wartenden Chess auf der Mega Drive mitteilen. Springer schlägt zurück. Ja, das ist ja... Ups. Das sollte ja wohl klar sein, dass das machbar ist. Ich da nur nicht drauf oder dreht er das Brett gar nicht? Springer B4 schlägt. Springer E5. Ach, er dreht doch das Brett. Ich achte da nur nicht drauf. Nike E5. Ich dachte schon, die Hersteller dieses Programms wären auf die Idee gekommen, was zu patchen. Aber man sitzt ja natürlich zu zweit hier auf dem Sofa und dann zockt man Schach und der Bildschirm dreht sich dann immer, weil das so frohlockend super ist. Lass uns Schach spielen. Wir spielen um 10.000 Euro. Springer E4. So, das muss ich hier der Supernis dem Chessmaster mitteilen. Da bin ich doch mal jetzt gespannt, wer hier jetzt vorne ist. Springer D2. Ich befürchte, ich muss den Chessmaster in der nächsten Partie auf Level 5 spielen lassen. Oder? Ich weiß das gar nicht. Dame H4. Erst auf dem Brett ausführen. What? Was habe ich hier schon wieder verpennt? Warum geht denn nicht? Was ist denn hier passiert? Was ist denn los hier? Ach man, das ist doch Käsemist. Springer D2 wurde noch gar nicht ausgeführt. Meine Güte. Zack, Springer D2. Und jetzt muss ich hier Dame H4 ausführen. Den muss ich natürlich jetzt auf dem Brett hier auch ausführen. Der Chessmaster muss vor diesem Zug... Hallo! Ah! Nein! So, Dame H4. Meine Güte, das ist... nicht leicht, ein Stachelschwein zu knutschen. Da wie auch immer das ging. G3. Das muss natürlich gedeckt werden. Mann, die kann man gar nicht ablästern. Weil das ja zwei Konkurrenten sind, die jetzt auf Augenhöhe sind. Ja gut, Dame D4 schlägt. Springer G3 schlägt. Also, wir sind doch auf diesem Brett aus, der Lipowski. Sind Sie verrückt? Springer G3 schlägt sie jetzt, ehrlich? Hab ich irgendwas übersehen?
Meine Güte, da ist aber jemand opferbereit hier. Stopp, ich spiele doch gar nicht hier. Springer G3, schlägt Talibowski. Schlafen Sie nicht ein, schlafen Sie nicht ein. Sind Sie denn verrückt? Das knallharte Opfer. Ich mag zwar nach FG3 schlägt nicht den Sinn zu erkennen. Chessmaster überlegt erstmal. Jetzt sagt er schon 8 Minuten. Ja, ich muss den Level anders umschalten. Ich sehe ja, dass Weiß hier viel weniger Bedenkzeit verbraucht. Verstehe ich das Opfer noch nicht? Oder ist das so easy peasy zu verstehen? FG3 schlägt. Was kommt denn dann? FG3 steht da im E4? Nee, die decken sich doch gegenseitig. Ach, er hat schon gezogen. Er hat Springer F3 gezogen. Springer D2 F3. Mal schauen, greift die Dame an. Will wohl nicht riskieren, dass... ja, da gönnt ihm wohl nicht den Dreck unter Fingernagel, so nach dem Motto, Dame D4 schlägt. So. Dame H5. Das müssen wir auch hier ziehen. Das muss geschehen. So. So, so, so. Ich schätze mal, ja, die 45 Sekunden sieht die Zeit, die er verbraucht hat. Ich werde kaum in 45 Sekunden die ganzen Züge jetzt übertragen haben, andauernd. Jetzt schlägt auch jetzt FG3 schlägt, wie ich es mir dachte. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie er das beweisen will, dieses merkwürdige Opfer. Ich setze auch erstmal den schönen Namen von dem Schachprogramm, Chess. Also ein sehr toller Name, Chess. Wie heißt denn das Schachprogramm, Chess? Ich habe ein Golfprogramm gemacht. Wer ist das in Golf? Das hört sich an wie diese Titel auf dem Atari 2600, die dann Autorennen und so hießen. So hört sich das auch an, Chess. Als würde ich das deutsche Programm Schach nennen. Nicht mal Colossus oder Chessmaster oder Cyrus oder irgendwie so. Ich muss erst mal gucken, wer überhaupt dran ist. Ich meine doch hier F7, F6. Ja, da kann man auch nicht sofort sehen, den Zug hier. Ich befürchte ja so ein bisschen. Immer noch. Dass das Mega Drive-Programm anscheinend. Ja. Rochademäßig scheint da wohl nicht viel am Start zu sein. Das steht doch so komisch. Eine sehr merkwürdige Stellung, muss ich ehrlich sagen. Das widerspricht doch allem. Was hat denn im Angriff die Dame? Sobald A3 kommt, muss der Springer sowieso in die Heimat ziehen. Dame D2. Er möchte dem Läufer jetzt einen Tritt geben. E5 schlägt. Lololololol. Sofort übertrage dir. E5 schlägt. Zack. Wir haben Muster Dame B4 schlägt. Mal eingeben hier. Und so könnt ihr euch das, kannst du dir das auch vorstellen, wie damals die Schachcomputer gegeneinander gespielt haben. Ich habe hier auch mal so ein Schachcomputer-Turnier veranstaltet im SK Ickern. Da kamen relativ viele Geräte zusammen aus dem Verein. Das war noch die Hochzeit der Schachcomputer. Zogenbahn, E5 schlägt D4. E5 schlägt D4. Achso, E5 schlägt D4. So, ich muss ja immer erst gucken hier. Dann standen rechts und links neben dem normalen Brett standen die Schachcomputer mal quasi man musste natürlich auf dem Schachcomputer die Züge ausführen. Klar, logisch, das ist ja nicht im Bildschirm wie hier. Da hat man auf dem Schachcomputer den Zug ausgeführt, meinetwegen auf dem Mephistopolga. Rein hypothetisch mal jetzt diesen Zug hier. Und der andere hat dann, auf dem Mittelbrett, auf dem normalen Schachbrett, was man aufgebaut hatte in der Mitte, und hat dann hier, nennen wir es mal Mephisto Dallas, und hat dann auf dem Dallas hier den Zug übertragen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.